Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria Together mit Schatten, Bro. Hallo. Moin. Du bist ja erst auch wieder dabei und wir werden jetzt voll motiviert losspielen. Welche Gruppe? Boah. Ich glaube, aggressiv. Ich nehme Blau. Ist etwas los? Du hörst dich so aggressiv an. Ich fahr gleich wieder in ein kleines Örtchen da und hau dich. Warum? Den kann man sie nicht geben, den Typen. Hinab, hinab in die Tiefen. Wir brauchen Erze. Ja. Ich als Frau von Welt werde dir natürlich dabei helfen. Ab in die Küche mit dir. Okay, tschüss. Kein Bock mehr auf dich. Tschüss, Sikowski, du Assi. Muss sowieso noch Dayblumenseeds holen. Wir sind ja aber ich brauche Eisen. Nein, das auch. Glowsticks. Ich rotz dir was runter. Ich hoffe, es fällt richtig. Nein, nicht wirklich. Es kommt nicht runter wegen den Plattformen. Tja. So viel von Frau Welt. Was nee, Frau von Welt. Da. Danke. Hat er meine Glowsticks geklaut. Das war alles, was ich noch hatte. Pech gehabt. Neben meinen Spinnenweben, die ich in meinen Haaren habe. Du hast Spinnenweben in deinen Haaren? In meiner extrem platten Frisur, wie mir gerade mal auffällt. Ja, dass die scheiße aussieht, hätte ich dir auch so sagen können. Und das ist mir auch scheißegal. So stehen manche frühmorgens auf. Alles ist mir scheißegal. Und diese Menschen kann ich dann auch noch verstehen. Sagst du? Ja, also morgens ist ja sowieso ein bisschen beschissen. Day Bloom Seeds kommt her. Sonst bringe ich euch alle um. Die neue Single von Swartrain Delta, Day Bloom Seeds kommt her. Sonst bringe ich euch alle um. Hey, mal am Ernst, wenn ich gar keine finde, werde ich aggressiv und dann werde ich dich wieder schlagen. Und dann hast du wieder Schmerzen. Wisst ihr, er haut nicht. Ja. Ich schlag Kinder. Und das tut noch nicht mal weh, wenn er hauen würde, kann ich jetzt schon sagen. Ich benutze meine Superkräfte und mach ein Hadouken. Kamehameha. Nein, Hadouken. Kamehameha. Hadouken. Kamehameha. Hablabla. Jetzt hält man uns schon wieder für verrückt. Kamehameha, Hadouken, Kamehameha, Hadouken. Ich hab eine Faustwelle, du weißt nicht einmal, was du da labern tust. Ich weiß nur, dass ich hier gerade Erz abbau. Bist du sicher, dass es Erz ist? RC, ja, das ist hast Erz. Du vorher auf hast du vorher aufs Etikett geguckt? Ja, hab ich. Ist es denn das, was du haben wolltest? Nein! Nein. Gott. So muss das. Ich ja auch. Aber du wolltest doch, dass ich das mitbringe. Aber das ist das Falsche. Richtig. Keine Ahnung von nix, der Kerl. Darum hasse ich es auch, für andere einkaufen zu gehen. Was ich einkaufe, ist für mich einmal irgendwas zu essen für den Abend und vielleicht noch was zu trinken. Mehr brauche ich nicht. Ja, er ist leicht zu versorgen. Pflegeleicht. Also wenn ihr eine hohe Stromrechnung haben wollt, aber dafür niemanden großartig betreuen, dann bin ich der Richtige. No. Ja, das wird nie passieren. Ich weiß nicht, wie oft viel und sehr er zockt. Hm. Los, Zombie. Stirb. Stirb, Zombie. Schmeiße mich nicht aus dem Spiel, Zombie. Nein. Ich hat jemand aus dem Spiel geschmissen und ich weiß nicht warum. Hurra, bis gleich. Wir sind zurück bei Terraria. Ja, die Dame musste sich die Haare einmal neu machen. Ja. Und dann gleich noch im Kleiderschrank geschaut und Kleidung gewechselt. Und die roten Schuhe, die sind einfach der Brenner, also. Ich
könnte mich für die Entscheidung jedes Mal wieder ohrfeigen, wenn ich es sehe. Total scheiße aussehen soll innen sein, sagt er. Richtig. Ich will immer noch alt drücken zum Reden. Oh Gott, ich bin zu lang und zu oft Teamspeak. Ach was, du musst nur alt gedrückt halten, da kann ich dich auch verstehen. So. Ihr Zombies, ich als Frau von Welt werde euch Töteri töten tun. Kann man eigentlich in Skype einstellen, dass man Push-to-Talk hat? Nein. Okay. Nein. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nie ausprobiert. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Push-to-Talk und dann vergesse ich zu drücken und kommentiere die gesamte Zeit, ohne dass du mich hörst. Ich sehe aber die ganze Zeit, wie sich deine Mundwinkel bewegen. Also das ist nicht wirklich eine Win-Win-Situation für alle. Ja, dumm. Tisch. So, dann werde ich jetzt den Keller bauen. Ich habe ja nichts Besseres zu... Habe ich auch nicht. Ja, da ich hier als Tank fungiere, muss ich ja auch meine Rohstoffe erfahren. Muss ich ja... Es ist spät. Nein, es ist früher Morgen. Zudem habe ich nicht lange geschlafen, nur Stunden. Oh Gott, ich falle tiefer. Das kann nicht gut enden. Oh doch. Nein, doch nicht. Oh. Nein, ich lebe noch. Ich hab dich angelogen. Weil ich eine Frau bin. Okay. Noch mehr Klischees. Hier ist ja gar nichts. Das, was du tust, bringt gar nichts. Da ist Eisen. Eisen. Du dir erstmal das Kupfer da. Ich hab's! Du als Frau von Welt. Ja, ich als Frau von Welt. Ich brauche einfach mehr Taschen. So, nehme ich mir die ganzen Steinblöcke hier weg. Ich will die größten Taschen haben. Wie keine Frau von mir. Wieso bist du jetzt eigentlich hier unten? Es ist dunkel. Oben. Und ich weiß, und ich bin mir nicht sicher, dass man Dayblooms jetzt auch während der Nacht finden kann draußen. Und die Spawn-Chance dann auch so gering. Und so ganz ohne Rüstung gegen so ein Demon-Eye habe ich dann doch noch ein bisschen sehr viel Angst. Ich weiß es nicht. Ich nehme so gerne... Au. Jellyfish. Oh Gott. Au, die tun ja auch weh. Ja. Au. Hey, jetzt nicht mehr. Ach, zudem muss ich jetzt auch noch die Beschreibung machen. Oh. Oh, ich hab's wieder getan. Ich muss es wieder machen. Viel Spaß beim Reinschneiden. So. Gut, dass ich selber Glowsticks hab. Oh, da ist Dämonit, aber. Mit dem wir nicht machen können. Oh, hier ist Clay. Ich will Clay haben. Okay, nimm dir das Clay. Ich will Clay für die Blümchen farmen. Weil ich ja nichts Besseres zu tun habe, als Blümchen zu pflücken. Die Welt ist eindeutig besser. Nein, die ist zu klein, da findet man so viel. Dann geht das Let's Play ja voran. Nee, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Herzcontainer gefunden. Oder Life Crystal, wie es eigentlich heißt. Nein, dann spielen wir jetzt Zelda. Wenn du mir so kommst, spielen wir jetzt Zelda. Wir haben gar keine Langeweile. Wir haben auch nicht irgendwie zu viel davon mitbekommen in unserer Kindheit. Kommt einem nur vor. Was meinst du? Was meinst du damit? Mein Cousin ist ja übelster Legend of Zelda-Fan. Oh, mein Cousin ist ein Jahr älter als ich. So. Einer meiner vielen. Angemerkt. Du erhältst ein Cloud in a Bottle. Meins. So, weil ich natürlich die Frau von Welt bin, habe ich jetzt ein Cloud in a Bottle. Ich freue mir einen Ast dreieckig. Wieso nimmst du das Kupfer nicht mit? Hey, Gronk, du hast da Kupfer übersehen. Weil ich zuerst das Florian Silbereisen haben wollte.
Das richte ich ihm aus. Eine seiner ersten Witze, meine ich, war das sogar. Ja. Nein, Agentum herum. Ja, du wurdest perforiert. Ja, ich auch. Wow. Ich mag es nicht, perforiert zu werden. Zur Info, wer jetzt ihn nicht verstanden hat, Ferrum ist lateinisch für Eisen und Agentum ist lateinisch für Silber. Deswegen Agentum Ferrum. Doch, Agentum. Ich habe jetzt Agentum mit Aurum verwechselt. Aurum steht für Gold. Aurum war's. Dieser Schlingel. Darum steht auch im Periodensystem der Elemente AU für Gold. Richtig. Trotzdem habe ich es vergessen, weil ich mich damit so lange nicht mehr auseinandersetzen musste. Ja, irgendwann kannst du es einfach. Und wenn nicht, dann bist du ein Noob. Oder, warte mal, ich habe noch eine andere Möglichkeit. Es ist mir vielleicht egal. Oder du bist ein Noob. Irgendwann kann man das. Ja, du bist so rechts. Alle anderen sind links. So. Ich baue den Clay ab. Da liegt noch mehr Clay. Was? Und Sand ist da. Ja, ich weiß. Und Matsch. Aber ich will den Clay haben. Den brauchen wir sogar. Ich weiß. Trotzdem will ich den Clay haben. Ja, ist gut. Brauchst du nicht gleich wieder brüllen, ey? Ey, wenn ich den Scheiß haben will, dann nehme ich mir den Scheiß auch, ja. Biatsch. Biatsches Wohnung. Kriegst du wieder Schläge. Muss dein Bett machen. Und du wirst so verkacken wie Gronk. Dun, 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 dun. So. Okay, Skype ist abgeschmiert. Das ist so voll toll, wenn das passiert. Ich hasse es. Ja. Das hast du gut bemerkt, Schattenbro. Geh mal bitte in die blaue Gruppe endlich. Bin ich doch. Oh. Siehst du, ich bin. Ich war die ganze Zeit. Und Skype. Ja, darum steht jetzt auf einmal Svoldini. Mhm. Genau. Ach ja, er hat noch seinen Namen geändert, so zur Info. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Weil es dir selber gerade erst aufgefallen ist. Oder man ist halt ein Noob. Mir ist wenigstens aufgefallen, dass du eine neue Frise hast. Wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. So lila. Und gut aussehend. Halbwegs. Soll pink sein. Das sieht irgendwie. Und irgendwie habe ich zum Schluss mehr verkackt, als ich dachte. Meine Frau, ich verstehe eure Probleme. Nein, tust du nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ist ja egal. So. Er ist sowas wie Barney Stinson, aber nicht in legendär. Und ja, nicht nur im wahren Leben, sondern auch im allgemeinen schwul. Aha. Neil Patrick Harris ist schwul. Bitte erzähl mir mehr. Bitte. Tell me more, tell me more. Cool Story, Schatten, Bro. Das war übrigens ein Zitat aus Two and a Half Men. Ja, erzähl mir was mehr. Was? How I Met Your Mother, meine ich, pardon. Ist zu spät. Oh cool, da sind Steine. Glitzernde Steine, die will ich natürlich haben. Mag es Klischees zu bedienen. Oh, da ist Gold. Nimm dir das Gold, nimm dir das Gold. Nimmst du dir das Gold? Sorry, will Glitzer, Glitzer. Guck mal, so macht man einen Doppelsprung. Bam. Ich gebe ihn dir später, wenn ich raus bin. Nee, das ist nur ganz normales Stone. Es ist Silt. Silt ist das Nützlichste, was wir haben. Ja. Selbst Wiki weiß keinen Verwendungszweck für das Zeug auf. Richtig, weil es nämlich keinen Zweck hat. Pass mal auf, in der PS3-Version und in der Xbox-Version ist das Geilste, was du haben kannst. Ich hoffe aber immer noch, dass der Xbox- und PS3-Content auf den Rechner erscheint, weil es soll ja neuen Content geben.
Ja, du kennst das ja. Oh, ich habe eine. Ich sehe schon Mutterschleime. Das hat beim letzten Mal so schön lange gedauert, bis wir unten waren. Oh, ein Minenstollen. Ich werde, glaube ich, sterben. Mutterschleim, da war ich schon fast fertig. Nein. Das ist nur noch Saturn. Also, hier in diesem Spiel Durchlauf ändert sich alles endlich mal zum Guten und wir kriegen jetzt schon Magic Mirror. Okay. Cool. Ja. Weißt du, ich würde ja gern auch die Truhen untersuchen, nur im Gegensatz zu dir sammle ich die Metalle. Ja, ich weiß. Ich will nur das Glitzer, was drin ist. Das heißt, du bekommst erst eine Rüstung, sobald ich eine Truhe gefunden habe, wo was Anständiges drin ist. Ja, das macht mir nichts. Und dadurch, dass das alles in meinem Inventar ist... Ich habe natürlich auch eine Frauenstatue gefunden. Ja, er ist eitel und trägt einen Mittelscheitel. Los. Stirb, Schleim. Und jetzt werde ich euch aus dem Wasser heraus bekämpfen und hoffe, dass ich überlebe. Nope. Nein. Tot. Was dachtest du denn? Lol, seriously. Oh nein, ich werde jetzt meine geheimen Barney Stinson-Kräfte ansetzen. Oh Gott. Das Tolle sind natürlich auch deine musikalischen Talente. Noob! Ich bin verstorben. Hab ich doch gesagt. Aber nicht in den ersten 5 Minuten. So, jetzt habe ich den Epic Magic Glaub Mirror. Glaub ich doch schon irgendwie. Zumindest in der ersten Aufnahme bist du gestorben. Tja, ich muss den Jar auch einweihen. So, falls ich mir irgendwann mal mein Haus bauen kann, werde ich die Frauenstatue da reinstellen. Ist wieder Nacht? Oder wie meinst du das jetzt genau? Und ich muss nach unten. Oh Gott. Slimes! Ja, ich weiß. Hat total Spaß gemacht, dich zu bekämpfen, oder nicht? Besonders mal keinen Schaden. Ach komm. Da habe ich sogar mehr Schaden gemacht und länger gegen die überlebt. 2 Slimes, also ein Mother, ein Klein und 2 Fledermäuse. Ja und? Hard Mode. Exec Enter Cheat Code. Da. So, zack. Komm schon, Mutter Schleim. Ich werde dich töten. Ich werde das, was ich gerade schon versucht habe, fortsetzen und dabei trotzdem versagen. Ich hoffe, du hast ich hoffe, du hast den Beitrag für den Mutterschleim schon fertig. So. Ja, fast. Oh, nee, den habe ich schon fertig, ich muss den nur noch vertonen. Wieso copy-pastest du eigentlich so wenig auf einmal? Wie, was meinst du? Machst du das alles wieder neu auf einzeln oder wie machst du das? Nee, ich habe per GIMP erstmal für die Infobox eine Sache erstellt. Oh. Hm. Und die mache ich dann nach und nach. Oh, ich sollte das Silbererz auch einsammeln. Meinst du nicht? Doch, ja, wäre ein bisschen klug, ne? Ach was, nee, ich lass es. Ah, darauf tust du es nicht, okay. Richtig, also ich lasse es jetzt einfach mal liegen. Ich hoffe, dass es despawnt beim nächsten. Na, despawnt tut's. Keine Ahnung, wann? 10 Minuten? Oh, ja, dann hoffe ich, dass du schnell bist, ja. Ja, ich bin gleich unten. Ja, ich bin gleich. Also, ich habe auf den gelben. Also, mir fehlen nur noch 3 Slimes: Lava, Dschungel und Pinky. So. Dementsprechend ist da kein großes Problem. Na komm, lass dich abbauen. Du hast da übrigens Eisen übersehen. Ich weiß. Das aber auch mit voller Absicht. Wollte, wenn ich wieder hochgehe da. Aber ja, ich bin halt ein bisschen unsanft hochgegangen. Ja, und was oben. So, ich habe den Sternblock abgebaut. Komm wieder nach oben. Hä? Oh yeah. Los, komm her. Hast du es selber mitgenommen? Oder liegt das da noch? Ja, ich hab's mitgenommen.